So. Atem. Ah ja, hier sind meine beiden. Was macht Atem? Kann ich das irgendwo sehen? Wie hoch ist eigentlich mein Auftreten? Habe ich gar nicht. Ich weiß echt nicht, was Atem macht. Und ich kann mir das auch nirgendwo ansehen, glaube ich. Langer Atem. Da ist die zertrümmerter Stein, also die Verbündetenfähigkeit. Da sind die ganzen Airy-Fähigkeiten. Oh ja, Zauber. Oh. Dadurch, dass jetzt Landfried nicht mehr dabei ist, habe ich einen Skill, Digga, weniger kann mir, kommt mir, oder kommt mir das jetzt gerade nur so vor? Mal kurz gucken, welche Zauberschulen kann sie reden? Keine. Also muss ich hier alles von Grund auf beibringen. Fangen wir erstmal mit Heilungsskills an. Den braucht sie auf jeden Fall, oder müsst mit der hohen Reichweite und der verbesserten Stärke. Dann braucht sie auch die Variante mal. Am besten auch mit der verbesserten Stärke. Und auch den über Zeit. Kann sie nicht. Das wäre auch zu schön gewesen. Gut, dann geben wir ihr mal Blitz, würde ich sagen. Am besten auch mit Stärke und mehr Reichweite. Und am besten das Ganze auch noch als Frost. So. Sigil der Gewalt, Sigil der Illusion. Das klingt nicht schlecht. Zauber verwendet für welche sich in einer Linie. Das macht plus 70. Du machst 0. Schaden und Reichweite. Und am besten auch noch so kegelförmig. Schaden und ein bisschen Reichweite. Oder ein bisschen mehr Genauigkeit. Und die beiden braucht sie noch. Also Lebenskraft. Den da. Mit mehr Kraft. Reichweite nicht unbedingt. Genauigkeit auch nicht. Aber. Erholungszeit verringern für 6 Sekunden. Oder was ist das? Dauer erhöhen, das klingt nicht schlecht. Kann ich das bei dir auch noch machen? Nein. Und dann braucht sie noch was macht der eigentlich?
Ach, Rüstung wird unter. Den hier. Auch wieder verstärken. Reichweite. Erholung bringt alles nichts. Genauigkeit. So, fertig. On it. Gut, und bevor ich jetzt weitergehe, überlege ich mir gerade, soll ich mit ihr reden? Mit ihr reden oder mit Landry? Ach, reden wir mal ein bisschen mit Landry. One moment, my friend. Just let me finish this thought. Landry bändet seine Notiz schwungvoll und legt an der Spitze seine Schreibfeder und hält in und wiederholt das noch zweimal, bevor er sie in seine Tasche in seinem Ärmel steckt. Lass uns andere Angelegenheiten besprechen. How can I help? Wie kann ich dir helfen? Was weißt du über die Region, in der wir uns befinden? The Spires predate us all. As far as I know, we're the only ones who've been up here since ever. I think this might be a first. Perhaps the real Trailblazer had trouble getting down and was lost to history. Die Türme sind älter als wir alle. Soweit ich weiß, sind wir seit ewiger Zeit die ersten, die dort oben gestanden sind. Möglicherweise ist das auch noch nie vorgekommen. Vielleicht bekam der tatsächliche Pionier beim Abstieg Probleme und ging der Geschichte verloren. Of course. How can I help? Ach, das können wir ihn immer fragen. Was denkst du über unsere Reise, Gefährten? Are you asking for an objective assessment? Or is this your way of saying you want to gossip? Möchtest du wirklich eine objektive Beurteilung hören, oder ist dir das einfach, oder ist das einfach nur deine Art zu sagen, dass du ein bisschen plaudern möchtest? Beric, was hältst du von ihm? He is a proper Northman, with duty in his blood, which makes me suspect his loyalty to Ash is stronger than his loyalty to you. So long as your interests remain aligned to Graven Ash, this shouldn't be an issue. Er ist ein ordentlicher Nordmann mit Pflichtbewusstsein im Blut. Das lässt mich vermuten, dass er zu Ash loyaler ist als zu dir. Solange deine Interessen aber denen von Ash entsprechen, sollte das kein Problem sein. I must admit, I am completely fascinated by his predicament. Ever tried diagramming the articulations of his armor? Don't. It'll only lead to madness and ruination. Ich muss zugeben, ich bin von seiner Zwangslage völlig fasziniert. Hast du schon mal versucht, ein Diagramm der Gelenkverbindung in seiner Rüstung zu erstellen? Lass es besser, es wird dich nur in den Wahnsinn und Ruin treiben. Ja, weil alles verwinkelt und verdreht ist. Was ist mit Lyra? I know little of swordplay and couldn't work a curve and arrow to save my life. I can't really comment on the lady. Ich verstehe nur wenig vom Schwertkampf und könnte nicht mit Pfeil und Bogen umgehen, auch wenn es um mein Leben ginge. Deshalb kann ich dir eigentlich nichts über die Dame sagen. Lady, you're just afraid to talk in front of me, clear as day. Your sweat is easier to read than your ink scribbles. Dame, du hast doch nur Angst vor mir etwas zu sagen. Glasklar, dein Schweiß ist einfacher zu lesen als ein Tintengekritzel. No, not at all. I just don't know how to comment on a warrior's worth, that's all. Was? Nein, überhaupt nicht. Ich weiß einfach nur nicht, wie man den Wert einer Kriegerin rühmt. Das ist alles. Spare me your blather. Erspar mir dein Gelaber. Lyra hält inne, um Landrys Körpersprache zu deuten. Huh. Think that, do you? Didn't know you had such swollen hope for me. So, das denkst du wohl, was? Wusste nicht, dass du so geschwollene Hoffnungen auf mich hattest. Landry, es gibt keinen Grund für Geheimnisse. Sag bloß, der steht auf sie. A most fascinating specimen. I think she has great potential. Dangerous amount of potential, to be blunt. The Scarlet Furies are the fighting elite of the Scarlet Chorus. And that means floating to the top of a sea of blood and chum. Ein höchst faszinierendes Exemplar. Ich glaube, dass sie über großes Potenzial verfügt. Ein gefährliches Ausmaß an Potenzial, um es unverblümt zu sagen. Die Scharlachroten Wüter sind die Kämpferelite des Scharlachroten Chors, und das wiederum bedeutet, dass sie auf einem Berg aus toten Kameraden und Eingeweiden stehen. We should consider ourselves lucky to have her on our side, with her weapons usually pointed away from us. Wir sollten uns glücklich schätzen, sie auf unserer Seite zu haben, da sich ihre Waffen normalerweise nicht auf uns richtet. Was hältst du von Ebb? Good Tidecasters stay underwater. Kairos did the Tears a favor by erasing those moon howlers from history. A shame one of them escaped justice.
Wow, das hätte ich jetzt nicht von Ledry erwartet. Gute Gezeitenwirkung bleiben unter Wasser. Kyros hat den Stufen einen großen Gefallen erwiesen, indem er diese Mondart Heulers der Geschichte getickt hat. Was für eine Schande, dass ich eine von ihnen der Gerechtigkeit entziehen konnte. I like that I make you this agitated. Considering all the things that don't seem to bother you in the slightest. I'm not gonna lie. I'm kind of getting off on how much power you're giving me here. Ich finde es schön, dass ich dich so aufbringe. Wenn man all die Dinge bedenkt, die dich nicht im geringsten zu stören scheinen, muss ich gestehen, es erwärmt mir das Herz, dass du mir so viel Macht über dich gewährst. Doch. And then there's your coquettish act whenever someone calls you on your teeth. I'll be the one ready to tangle when, not if, you decide to pounce. Ah, und dann deine kokette Reaktion, wann immer jemand etwas über deine Zähne sagt. Ich bin bereit zu singen, wenn, nicht falls, du entscheidest anzugreifen. Was siehst du in Tötet im Schatten? Aggressive, homicidal, and best kept on a long leash with a longer whip? I'm a poor judge of beasts. I've known so few, and none resemble the scribes and scholars to which I'm accustomed. Aggressiv, mörderisch und am besten an einer langen Leine und mit einer noch längeren Peitsche gehalten. Ich kann diese Tiere nur schlecht einschätzen, weil ich so wenige von ihnen getroffen habe. Und keins von edelten Schreibern und Gelehrten, an die ich gewöhnt bin. Ah, there's a blunt honesty to her that I rather enjoy. She wants to bask in your power and makes no excuses for the self-interested nature of her loyalty to you. Such refreshing transparency is rare in humans. Sie hat aber eine Art von unverblümter Ehrlichkeit an sich, die ich ziemlich genieße. Sie möchte sich an deiner Macht sonnen und bringt auch keinerlei Entschuldigung dafür vor, dass der Grund für ihre Loyalität zu dir reiner Eigennutz ist. Solch eine erfrischende Transparenz ist beim Menschen ziemlich selten. Und was hältst du von Serene? As a chronicler of history, I am most honored to have the chance to travel alongside a luminary. I can write down her speech word for word, letter for letter, and proclaim it back. But yet... the words lack her charm. Als Chronist der Geschichte fühle ich mich sehr geehrt, an der Seite einer Berühmtheit reisen zu dürfen. Ich könnte alles, was sie sagt, Wort für Wort und Buchstabe für Buchstabe niederschreiben und dann verkünden. Aber den Worten würde es an ihrem Charme fehlen. This supports my hypothesis that her power manifests by the actual sound of her voice and less of the particulars the words chosen. Fascinating. Dies bekräftigt meine Hypothese, dass sich ihre Macht durch den Klang ihrer Stimme manifestiert und weniger durch die gewählten Worte. Fasziniert. So, if I'm hearing you right, you're saying my words have no weight or significance and it's simply my magic that makes me powerful. I've got a song for you, Lantry. Do you want to hear it? Wenn ich dich also richtig verstehe, dann behauptest du, meine Worte hätten keinerlei Gewicht oder Bedeutung und dass ich nur aufgrund meiner Magie mächtig bin. Lantry, ich habe ein Lied für dich. Möchtest du es nicht hören? What? It's high praise. Was? Das ist ein großes Lob. Lass uns andere Angelegenheiten besprechen. How can I help? Du machst viele Notizen. Über was eigentlich? All kinds of things. My mind is old. Memory's a sieve. Keeping track of you. Noting what I hear of the war. Scribbling down reminders to myself. That sort of thing. Allerlei Sachen. Mein Verstand ist alt, mein Gedächtnis ein Sieb. Deine Schritte verfolgen, aufschreiben, was ich über den Krieg höre, Notizen über mich, für mich selbst machen, solche Sachen. Spionierst du mich aus? Yes. If I'm worth my weight in tin as a craftsman of record, future generations will know of you. So yes, the Archon of Posterity sent me. You seem troubled by something that ought to be an honor. Nun ja, falls ich als Anfertiger der Aufzeichnung mein Gewicht in Zinn wert sein sollte, werden zukünftige Generationen von dir erfahren. Und ja, mich hat der Archont der Posterität geschickt. Die scheint etwas zu beunruhigen, dass dir eine Ehre sein sollte. Ich wollte es nur wissen. Ist es unbedenklich, sich so viel auf die Arme zu schreiben wie du? Oh, certainly not. But it depends on the ink I'm using. Too much cerulean and I can't sleep. But... just the right amount, and I can write all night. The red ink will give you swamp on them if you drink it, but absorbed through the skin, it'll make you taste colors and smell music. Speaking of which, I should change out my tip. Oh, mit Sicherheit nicht, aber es hängt von der Tinte ab, die ich benutze. Zu viel Tiefblau und ich kann nicht schlafen, aber wenn diese Dosierung stimmt, kann ich die ganze Nacht durchschreiben.
Wenn man die rote Tinte trinkt, stinkt man ordentlich aus dem Hintern. Absorbiert man sie dagegen über die Haut, kann man Farben, Speck und Musik riechen. Oh, wo wir gerade dabei sind, ich sollte meine Federspitze wechseln. Nimmt der Drogen. I use three kinds. Sepia, Cerulean and a red that's never the same shade. My recipe needs work. I like having three colors, but they also provide different states of mind for writing. Ich benutze drei Varianten, Sepia, Tiefblau und ein Rot, das immer denselben Farbton hat. Ich muss mein Rezept mal überarbeiten. Ich verwende gerne drei verschiedene Farben, aber sie geben auch verschiedene Bewusstseinszustände zum Schreiben.